uns heute im Präsidium sowohl mit der Großen Koalition hier in Deutschland beschäftigt, damit, dass ja der Koalitionsausschuss ansteht und wenig erkennbar ist, was eigentlich die Linie der Koalition ist, außer dass die Verteilung des weniger vorhandenen Geldes, aber immer noch Steuermehreinnahmen Thema ist. Wir sagen da, dass wir endlich auch darüber jetzt sprechen müssen, wie können wir wieder und weiter für Wachstum sorgen, jetzt die Weichen richtig zu stellen, damit auch weiter in Deutschland Innovation und Wachstum ihren Platz haben. Da haben wir auch auf unserem letzten Bundesparteitag einen umfassenden Antrag beschlossen für eine Agenda der Fleißigen und Mutigen. Und gerade die Entlastung auch der Mitte ist uns da wichtig. Im Moment werden wieder falsche Gegensätze aufgemacht. Zum Beispiel die Einkommensteuer und der Solidaritätszuschlag, die sind gerade auch für kleine und mittlere Unternehmen wichtig. Die sind dort wichtiger als die Körperschaftssteuer übrigens. Und auch für Ostdeutschland ist die Abschaffung des Soli, so wie sie mal versprochen wurde, durchaus wichtig. Denn die Solidarpaktmittel, die fallen garantiert weg, so wie es wie auch der Solidarpakt ausläuft. Aber die Belastung durch den Soli bleibt für ostdeutsche Steuerzahler ebenso wie für die in ganz Deutschland. Also wir wollen, dass hier noch mal genauer geschaut wird, wie können wir maßvoll die Mitte entlasten. Dazu gehört insbesondere die Abschaffung des Soli und den Mittelstandsbauch in den Blick zu nehmen und nicht weiter über die Verteilung von Geldern nur zu sprechen. Das betrifft auch dieses Grundrentenkonzept zum Beispiel. Das wird nicht dadurch besser, dass die SPD andere Einnahmequellen im Moment sucht, indem sie noch auf Rücklagen in der Sozialversicherung, die im Moment noch da sind, aber nicht auf Dauer da sein werden, zurückgreift. Damit weicht man nur der Frage der langfristigen Finanzierbarkeit aus. Hier wollen wir auch mittel- und langfristig gute Lösungen für Entlastung und einen soliden Haushalt haben. Und zum Zweiten haben wir uns mit großen Koalitionen in Europa, wo sie ebenfalls Stillstand und Rückschritt bedeuten, beschäftigt. Wir haben das gesehen jetzt bei dem informellen Gipfel, dass da nicht viel vorankommt, außer dass die Kanzlerin fordert, noch häufiger Gipfel abzuhalten. Aber ob aus Deutschland oder Österreich, kommt da wenig für Aufbruch, für Erneuerung in Europa. Und deshalb haben wir uns als Kraft der Mitte mit anderen Liberalen auch in Europa zusammengeschlossen und wollen über durchaus manche Unterschiede im Detail hinweg ein Zeichen setzen für Erneuerung in Europa, dafür, dass es ein gemeinsames Interesse an Reformwillen gibt, dass wir gerade, weil wir Europa lieben und wichtig finden, es verändern müssen, aber eben nach vorn. Und dafür ist die Zusammenarbeit mit anderen Fortschrittskräften, mit Liberalen in Europa wichtig. Wir wollen das von großen Koalitionen in Europa gepflegte Schwarze-Peter-Spiel beenden, das hier für den Sonnenschein Nationalstaaten, Regierungen zuständig sind und für Regen Brüssel. Da wollen wir eine Allianz bilden eben mit anderen, um nach vorn etwas zu verändern, auch in Europa. Und dafür gibt es reichlich Anlass. Auch die außenpolitischen Entwicklungen etwa, was den Iran angeht oder Handelsauseinandersetzungen zeigen, dass wir genau diesen Willen brauchen, dass Europa auch stärker mit einer Stimme spricht, um auch hier gehört zu werden und etwas entgegenzusetzen. Und das waren die Themen, mit denen wir uns heute beschäftigt haben. Tja, und jetzt müssen wir darüber reden. Ich habe ganz viel gehört, wir wollen, wir wollen, wir wollen. Haben Sie auch gehört, oder? Ja. Konkrete Vorschläge? Nicht. Nö, ja. Das bleibt Sie uns noch schuldig, das kommt vielleicht noch. Wir sind doch mitten im Wahlkampf, da kann man viel wollen. Jetzt gibt es ganz interessante Allianzen, die sich andeuten. Oder eine Allianz, das Monsieur Macron, der französische Staatspräsident, jetzt nicht mehr die Konservativen quasi mit seiner Partei in einer Parteienallianz fürs Parlament unterstützen will, sondern die Liberalen. Was heißt denn das jetzt? Naja, das war ja schon länger klar, dass Macron sich eben die Liberalen als Partner in Europa ausgeguckt hat. Er ist ja auch selbst von seiner Herkunft parteipolitisch, kommt er eigentlich so aus der sozialistischen Partei, aber da eben dem rechten Parteiflügel und man würde dann vielleicht sagen sozialliberal, so was er versucht. Das ist eine Zusammenarbeit, die ja relativ, also es gibt natürlich im Wirtschaftspolitischen gibt es große Übereinstimmungen, aber im Europapolitischen speziell gibt es jetzt auch sehr große Gegensätze, was eben die FDP und Macrons Politik angeht. Zum Beispiel eben die Frage, inwiefern eben auch Wirtschaftspolitik und auch Sozialpolitik auch eine europäische
Herausforderung sein sollte, also auch auf europäischer Ebene betrieben werden sollte. Und da ist eben Macron sehr dafür, eben mit Arbeitslosenversicherung auf europäischer Ebene, Wirtschaftsminister auf europäischer Ebene. Auch Mindestlohn? Auch Mindestlohn, ja. Und mit der FDP zum Beispiel gar nicht zu machen, oder? Die FDP möchte nichts davon, ja. Also insofern liegt man da sehr weit auseinander. Andererseits hat die FDP zum Beispiel auch so Themen in ihrem Programm. Naja, also wir wollen eben diese Pendelei in Europa zwischen Straßburg und Brüssel beenden, indem eben Straßburg als zweiter Parlamentssitz gestrichen werden soll. Das ist natürlich... Und Straßburg liegt ja nun für manche noch nicht so ganz klar, aber in Frankreich, also genau, wird es den französischen Präsidenten überhaupt nicht freuen. Macron natürlich auch nicht dann für zu gewinnen. Also es gibt da relativ große Gegensätze, was aber auch in Europa, im Europäischen Parlament jetzt auch nicht ganz untypisch ist. Also auch in anderen Fraktionen vertritt man jetzt auch nicht so die Einheitslinie, aber vielleicht sind die Sozialisten, Sozialdemokraten unter sich und auch die Europäische Volkspartei spielt ja schon wieder weniger. Ja, aber da geht es ja schon los. Was erwarten Sie jetzt eigentlich bei dieser Europawahl? Wir reden jetzt auch gar nicht über Bremen, sondern tatsächlich über die Europawahl. Bremen wird dann auch noch mitgewählt. Muss man an anderer Stelle vielleicht nochmal diskutieren. Also wenn jetzt da auch bei der EVP einiges von der Fahne geht, wenn zum Beispiel dann Salvini und Co., aber auch dann Viktor Orban und Co. Sich da herausstellen aus der Gemeinschaft, dann könnten die Mehrheiten da bröckeln und für unseren deutschen Spitzenkandidaten für die EVP schlecht aussehen. Ja, bei Salvini war ja nie dabei, aber Orban, ne, also das sind 9 oder 10 Sitze, die Fidesz wohl mitgebracht hätte. Und dann hat man sich jetzt unmittelbar sozusagen vor Einsatz der heißen Wahlkampfphase sozusagen in Schritten voneinander doch sehr stark entfremdet. Das wäre wahrscheinlich, hätte glücklicher ausgesehen, wenn man das rechtzeitig sozusagen eine Trennung da eingeleitet hätte, sowas immer so ein bisschen. Und im Moment ist ja auch noch der Status, wir suspendieren jetzt die Mitgliedschaft von Fidesz und Herr Weber, der CSU-Spitzenkandidat und auch gesamteuropäische Spitzenkandidat der EVP, hat gesagt, er möchte nicht mit den Stimmen von Fidesz zum Kommissionspräsidenten gewählt werden. Und auch nicht mit anderen Populisten. Aber der endgültige Bruch ist eben auch noch nicht erfolgt. Also das ist alles so... Ja, schwierig.